Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 33. Folge von Pokémon Legenden Arceus. Wir sind auf dem Weg zum Wächter vom Diamant-Clan, so. Ich hab gerade den Namen vergessen, aber das ist ja eigentlich egal. Und ich reite jetzt hier einfach mal durch, weil ich habe ja diese Pokémon gefühlt alle schon. Also ich sehe hier nichts, was ich noch nicht habe. Wobei. Du da. Dich habe ich noch nicht. Griffel. Super, Level 31 Griffel. Das ist mein erstes gefangenes Griffel. Na? Komm mal rein in den Ball hier. Da nehmen wir noch die Aprikokos mit. Und da ist auch schon... Nee, das ist nicht der Wächter. Was soll das denn? Du kannst auch gleich hier rein. You are not the Wächter. Was machst du hier? Oh, Level Ups. Guck mal. Sehr schön. Na, sieh mal einer an. Wenn das nicht Akuyaku ist, so sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe? Ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Naja. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon 4 Tafeln. Du hältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten. Daher muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Es heißt, dem Helden der Vorzeit seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig. Denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Aha. Also, dann gehen wir mal zu Suzuki. Warte mal, da oben ist noch... Sind das Beeren oder Aprikoke? Das sind Beeren. Du kannst auch gleich mitkommen, wenn wir schon gerade hier sind. Perfekt. Oh, guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Oh. Moment. Schön von hinten. That's how I like it. Shit. Nee, 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 nicht weggehen. Scheiße. Tonupto. Du musst ran. Hä? Ich hab gesagt Tonupto. Fucking hell. Schlammbombe. Ey! Sag mal. Mach mal einen Feuerschlag. Ja, ist okay der Damage. Ja, das macht nix. Superball. Gib ihm. Ich will das Ambidiffel fangen. Bleib drin. Brav. Geht doch. Super. Und dann kannst du hier auch noch gleich das Zeug mitnehmen. Was liegt denn hier am Boden? Nichts zum Mitnehmen, ha? Guck mal da. Schon der nächste Kollege. Und da haben wir noch mehr Beeren. Oder ist noch ein Griffel? Na du? Sag mal. Ey! Sag mal! Ich glaube, das Griffel ist kaputt. Ne, jetzt geht's. Jetzt ist es nicht mehr kaputt. Ja, dann besiegen wir es halt. Kein Problem. Geflohen! Sage mal, was soll das denn? Naja. Ich gebe Tonupto mal noch ein paar Tränke. Beziehungsweise 2. So. Leistungssand habe ich noch. Aha. Bojelin, mach mal deinen Angriff hoch, komm. Gut, gut, gut. Ja. Bescheidenes Haus. Ein Besucher? Ich komme sofort, nur einen kleinen Augenblick.
Ich bin Suzuki vom Diamantclan. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat? Dann musst du Akuyaku sein. Warum bist du hier? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. Bitte kündige dich das nächste Mal an. Also, weswegen bist du hier? Die Feuerspeiinsel. Du willst also auf die Feuerspeiinsel? Wenn das so ist, empfehle ich dir, Salmagnis mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit solltest du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen könnte ein klitzekleines bisschen schwierig werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Warum? Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da. Aber der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Da ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Welches? Du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Na gut, es ist... Zwirklopp. Oh, ich kriege es schon mit der Angst zu tun, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Den Zutaten musst du mit Zwirklopps Finsteraura die richtige Würze verleihen. Nur so wird aus ihnen die Speise, die Salmagnis so liebt. Alles klar. Ihr Leute von der Galaktik-Expedition kennt ihr wirklich keine Furcht. Das ist regelrecht furchteinflößend. Zwirklopp ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Welkwald herumtreibt. Auf der Karte sieht das Gebiet des Welkwalds wie eine Hand aus. Das Schiffswrack dort sollte ein guter Orientierungspunkt sein. Mit Zwirklopp kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. Möchtest du hier warten, bis es dunkel wird und sich das Pokémon zeigt? Ja. Gerne. Na schön. Alter, ist das ein Schisser? Wie ist der Wächter geworden? Wie kann der über einen Pokémon wachen, über einen König? Wie? Naja. Fange ein Zwirklopp. Kein Problem. Also, erstmal da die Griffel. So. Ist der andere Kollege auch wieder hier? Nö. Okay. Oh, das ist noch ein Raum-Zeitgefüge. Ach, herrje. Aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja. Gehen wir. Okay. Elite. Können wir auf dem Rück... Oh! Weg hier! Aber ganz schnell bitte. Ich muss mich irgendwo verstecken. Okay. Ist es weit weg genug? Super. Hier ist noch ein Kleinstein. Oh, da war jetzt Zornupta aber nicht die beste Wahl. Den Georock sogar. Okay. Level 42. Mach mal einen Superball. Vielleicht funktioniert es ja gleich. I mean, probieren kann man es immer. Okay, geht nicht. Gut. Ja, das tut meinem Zornupta weh. Dann, ja, machen wir einen Eisenschweif. Ein One-Shot, okay. Dann halt ein One-Shot. Gut, dann halt auf diese Art. Also, zeig mal auch die Karte. Ah, da vorne ist der schaurige Welkwald. Da bin ich ja ganz am falschen Ort. Lul. Okay, aber... Guck mal. Ich erkenne nicht richtig, was es ist, aber... Ah! Ein Seemops. Okay. Da ist auch ein Burmi, oder?
Shit. Nee, das ist kein Burmi. Komm mal her hier. Nee, 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 nee. Stehen geblieben. Voneira. Burmi. Bin auch ein bisschen Burmi, du. Wirf mal einen Federball. Ach, scheiße. Komm, Schnurgas, du kannst mal zeigen, was du so drauf hast. Gegen Skramurks. Level 44, okay. Mach mal 105 mit Kraft, okay. Mach mal. Ja, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Level Ups für Bojelin und Tornukto. Finde ich schön. Ach, scheiße. Ich will dich fangen, Mann. Level 44. Du bist sicher besser als das Kramwurks, welches ich habe. Verfehlt? Sag mal. Oh. Das hat wehgetan. Nochmal, komm. Schon wieder ein One-Shot. Sag mal, Schnurgas, was machst du da mit den armen Pokémon? Du malträtierst sie ja richtig gehend. Habe ich keinen Supertrank dabei? Nee. Ja, okay, dann halt nicht. Gib mal Tornupto. So. Schnurgas kann zwei Tränke haben und dann ist das Zeug wieder voll. Dann stellen wir her 6 Pokébälle. Sehr gut. Also. Ich frage mich halt. Ach, scheiß drauf. Ich gehe einfach. Schön durch. Weil ich bin ja komplett am falschen Ort. Wo muss ich denn überhaupt durch? Wo ist der. Oh, da oben so ein Geisterlicht. Hä? Warte mal, was ist da? Eine neue Nebenmission. What? Ah, lol, hier ist ein Durchgang. Okay. Ja gut, hey du, ist dir zufälligerweise Yurichi vom Bautrum über den Weg gelaufen? Nö. Mensch, wo ist er bloß hingegangen? Willst du mir eventuell bei der Suche helfen? Ich warte ein Stück weiter vorne auf dich. Komm bitte vorbei, sobald du Zeit hast. Okay, die Errichtung der Küstenlandbasis. Okay. I like that. Da ist noch ein Drift-Zeppeli. Oh ja. Shit. Ja, okay. Schnurgast. Ey! Nee, 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 nee. Du kämpfst jetzt gegen meinen Schnurgast, Drift-Zeppeli. Verstanden? Mach mal einen Spukball. Und weg ist es, Drift-Zeppeli. Wunderbare Sache. Okay. Wo ist denn der andere da? Die Insel ohne König. Ach, ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Fakt ist, ich muss vorwärts machen. Weil es ist bald wieder Tag. Und das ist nicht gut. Oh, ein Pudox. Das habe ich zwar noch nicht, aber ich renne jetzt einfach mal durch. Ich muss. Entschuldigung, meine Freunde. Oh, guck mal, da ist ein. Ja, okay. Ich bin definitiv am richtigen Ort. Das ist schon mal klar. Okay. Bisschen Knallmoos. Du willst kämpfen? Ach, du heilige Scheiße. Die wollen alle kämpfen. Ich muss mal wegrennen erstmal. So. Habe ich jetzt genug Abstand vor denen? Ja. Scheint so. Okay. Du hast nichts gesehen, Drift-Zeppeli. Nein, nein, nein. Geh mal da hinten gucken. Guck mal. Da ist feini, feini Essen. Guck mal. Ja. Ist doch lecker, Schmecker, oder? Ja, oh, ist mal schön. So.
Und ab in den Ball mit dir. Perfekt. Also da hinten ist der Kollege, den wir brauchen. Der Zwierlicht. Kollege Zwierlicht muss ich mit dem Superball fangen. Komm, geh mal essen, das Zeug. Ja? Ist lecker Schmecker, oder? Schön hinter ihn werfen, das Zeug. Das ist gut. Ja. Sehr gut. Bam. Komm schon. Ja. Yeah. Zwierklopp, nicht Zwierlicht. Zwierklopp habe ich gefangen. Ah, scheiße, aber ich muss ja gegen es kämpfen. Scheiße. Weiß es blöd. Och Gott. Ich hätte kämpfen müssen, lol. Oh. Hat er mich gesehen? Nee. Warte. So vielleicht? Perfekt. Das ist ein Zwierlicht. So. Jetzt ist aber schon wieder Tag und die Kollegen verschwinden langsam, ne? Das ist nicht so geil. Ich habe nämlich kein anderes Zwierklopp mehr gesehen. Was ich jetzt nicht wirklich schön finde, ne? Das ist tatsächlich ein bisschen doof, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe zu viel Zeit verbraucht. Was ist das? Kann ich das mitnehmen? Nö. Ist hier noch ein Zwierklopp irgendwo unterwegs? Nee. Oh, ich habe ein Geisterlicht gesehen. Was haben wir hier Schönes? Eisenbrocken. Okay. Sonst noch irgendwas Spannendes hier? Machst du denn da vorne? Wer bist du? Was machst du hier bei all dem Pokémon? Bist du blöd? Da bist du ja. Wie gesagt, ich brauche dich bei das... Aha. Ja. Soll ich den... Finde den Dorfbewohner Yorichi. Ah, super, der ist ja mega weit weg. Ja, okay, wir gehen ihn schnell holen. Komm, dann haben wir nämlich eine Basis hier, was doch super cool wäre. Das wäre wirklich mega. Oh, what the hell is that? Du da. Komm her. Lass dich fangen. Ein Plaudergei. Habe ich noch nie gehört, bin ich ehrlich. Oh. Ist es da ein Elite-Kollege? Warte, hier reicht eigentlich auch ein Pokéball, da? Müsste. Das Ding fliegt doch eh davon, oder? Nee. Ah, nee, das ist kein Elite, aber... Oh, shit. Probieren wir es mal. Ja, das ist gut. Oh, Staraptor. Zwar nur Level 34, aber okay. Du kannst auch gleich kommen. Aber das war leider nicht von hinten. Aber okay. Die wollen kämpfen. Ja, nee, da habe ich jetzt keinen Bock dazu. So ehrlich bin ich. Kämpfen möchte ich jetzt nicht zwingend. Daher gehen wir mal. Oh, ein Elite Entoron. Jesus. Da muss ich nachher mal zurückkommen. Ein Togepi? Wait a minute. Was ist dein Scheißproblem, ha? Was ist dein Scheißproblem? Donnerblitz. Gib ihm. Yalla. Okay. Wo ist das Togepi hin? Sag mir nicht, es ist... Nee. Hä? Sag mal. Guck mal. Kann ich dich fangen von hier aus? Aha. Ja, perfekt. Level 31 Togepi. Im Wasser. Das Ding war safe betrunken. Kann ich mir nicht anders erklären. Eine Yonago-Beere habe ich noch gefunden. Okay. Stehen geblieben. Danke. Ich brauche Aprikokos. Hier hätten wir zum Beispiel. Schnurrgas. Oh, ein Entoron. Oh mein Gott. Da habe ich ein... Oh. Tasche ist voll.
Konnte ich jetzt die Aprikokus tatsächlich nicht einsammeln, oder was? Ich habe 6 Stück. Okay. Aber 6 Superbälle. Oh. Okay. Also, Entoron. Scheiße. Hat's mich gesehen? Nee. Da, guck mal. Feini, feini zum Essen. Na? Ja, da bist du glücklich. Nee, dreh dich doch anders um. Scheiße. Ja, okay. Sichlor! Wir kämpfen jetzt halt gegen Enderon. Level 36. Mach mal. Mach mal einen Luftschnitt. Ja, das ist perfekt. Volltreffer sogar. Sehr gut. Sichlor wurde verfehlt. Sehr gut. Dann bitte Pokéball. Und rein mit ihm. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Entoron. Dann. Ich brauche ja noch ein größeres von dir, ne? Eine größere Version. Vom lieben Barmelin. Erzähl noch mehr, Barmelin. Große Exemplare gefangen. Ich fange dich jetzt auch einfach mal. Okay, das war nix. Guck mal, die greifen mich nicht mal an. Sonst haben die mich angegriffen. Schon mein 14. Barmelin, was ich gefangen habe. Wow. Okay. Das nehmen wir alles noch mit. Deine Tasche ist voll. Was habe ich denn jetzt nicht mitnehmen können? Sternstaub, egal. Gehen wir mal bitte da zum einen vom Forschungstrupp. Na? Der müsste ja theoretisch hier oben sein, oder? Nee, hä? Ist es nicht er? Habe ich die falsche Mission ausgewählt? Ja, aber von wo weiß ich denn, wo er ist? Hä? Zeig nochmal die Mission. Der müsste beim schaurigen Welkwald sein. Wir schauen uns das morgen an, ne? Für heute ist erstmal genug. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.